Sziasztok! Auch heute mit einer Legung für dich. Und zwar mit den Tarotkarten. Was bringt dir diese 10-millionenfache Tag mit in der Liebe? Denn heute ist ein magischer Tag. Du kannst unglaublich vieles manifestieren. Lass uns schauen. Du kannst vieles, vieles, vieles manifestieren. So, konzentriere dich und wir schauen jetzt in der Liebe auf dein Herzensmensch. So, was ist gerade los bei dir? Also, du hast hier, du bist schon mal seine Königin der Kelche. Also, das ist doch wirklich wunderbar. Du bist seine Königin der Kelche. Das fühlt sich schon mal sehr, sehr gut an. Und du bist hier die Geliebte. Also die Geliebte zeigt mir auch, ja, dass es so eine unglaublich, ja, eine schöne Energie einfach da ist. Also die Liebe ist da, ja. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es vielleicht eine Cut zwischen euch gegeben hat. Also irgendwie war hier ein Cut, ja. Also eine Liebeskummer. Entweder hattest du Liebeskummer, hat dein Herzensmensch Liebeskummer gehabt. Also es gab hier irgendwie Schmerzen, Verletzungen. Das könnte jetzt hier wirklich sein. Und ja, also ich gucke jetzt mal mit den Karten. Aber das klärt sich heute an dem 10-millionenfachen Tag. Also an dem 10-millionenfachen Tag hast du die Chance, dass sich hier etwas zum Positiven, wirklich zum Positiven verändert, ja? Denn ich habe hier das Gefühl, dass es hier ziemlich viele Kämpfe auch mit sich selber geführt hat, dieser Mensch. Und er will der Sieger sein. Er will hier wirklich der Sieger sein. Und ich sehe jetzt hier auf jeden Fall, dass die Engel hier auch dabei sind. Ne? Die Engel sind auch dabei. Er manifestiert sich hier etwas in Bezug auf die Liebe mit dir. So nehme ich das jetzt hier wahr. Also, ich empfehle dir wirklich, dass du dir auch dann an dem 10-millionenfachen Tag manifestierst. Das sind 4 Tage im Jahr und das hat auch wirklich was mit damit zu tun. Das sind so Feiertage, ja? Da sind besonders die Energien so stark zu manifestieren, ja? So 10-millionenfach stärker als sonst. Ja, und das ist jetzt der letzte Manifestationstag jetzt im Jahr. Wir hatten eine, glaube ich, im März. Dann hatten wir eine im Juni, eine im Juli oder wie war das so, irgend sowas, ja, oder August, weiß ich jetzt gar nicht. Und jetzt im November. Und da gibt es wirklich ein Ritual, das empfehle ich dir. Also es geht hier Aste, Stäbe, es geht darum, dass sich hier etwas wirklich positiv verwandeln wird. Und ja, der kommt hier als Ritter der Kelche und du wirst auch von ihm was hören, vielleicht auch schon heute, denn also er, also kämpft mit sich, aber er wird sich das mit sich selber abklären und er wird dir hier eine Münze schenken. Es geht um die Fülle, also dass man hier in der Fülle kommt und es geht auch ein Stück weit darum, wirklich, wie gesagt, dass du seine Münzkönigin bist. Also du bist hier total spirituell, du hast hier eine hohe Anbindung. Ich sehe hier die Hohepriesterin und ich sehe hier ihn als sehr leidenschaftlicher Mann. Ich sehe hier als leidenschaftlicher Mann und es geht auch ein Stück weit wirklich darum, ja, dass hier, wie soll man das sagen, dass er so seine Gefühle geheilt hat vielleicht, also war das auch eine Dreierverbindung, könnte auch sein, vielleicht hatte sich auch aus einer Dreierverbindung gelöst oder eine Dreierverbindung bereits den Rücken gekehrt, das könnte jetzt auch hier wirklich der Fall sein. Oder ist er gerade dabei? Weil ich sehe jetzt hier dieses Abwägen. Also er ist hier am Abwägen. Wie soll das denn auch wirklich weitergehen? Und so, das nehme ich jetzt hier wirklich so wahr.
Also es geht wirklich davon, wie soll das denn auch wirklich weitergehen, ja? Und es geht auch ein Stück weit wirklich darum, dass man hier, wie soll man das sagen, daran arbeiten sollte. Und also ich sehe jetzt hier auch schon nochmal, dass es in der Gerechtigkeit kommen soll zwischen euch zwei. Wird es auch in der Gerechtigkeit kommen zwischen euch zwei? Und ich sehe jetzt hier schon die Sonne. Die Sonne steht immer für mich für Wunscherfüllung. Also sein Wunsch wird richtig wahr, sein Wunsch wird in Erfüllung gehen. Also du hast so tolle Karten gekriegt, du wirst ja wirklich staunen. Guck mal, er schießt jetzt gerade seinen Pfeil ab und es machte ganz, ganz spontan. Und ich sehe jetzt hier, dass so seine Themen gerade dabei sind, wirklich zu heilen, dass sich da alles heilt. Und also das Ganze braucht hier auch noch ein bisschen Geduld, das denke ich. Und es geht auch ein Stück weit wirklich darum, dass hier ja, etwas in der Bewegung ist. Also ist etwas wirklich in Bewegung, dass sich das positiv entwickelt, auch wenn das in kleinen Schritten, aber trotzdem wird das sich positiv entwickeln. Und das nehme ich jetzt hier wirklich wahr und es geht ruhiger zu. Guck mal, da ist das Angekommensein an dem anderen Ufer sein, also es wird ruhiger. Ne? Also, ich sehe das durchaus wirklich positiv, eine super Tendenz. Guck mal, das sind die Karten, also das glaubst du nicht. Ne? Guck mal hier. Also es geht darum, es wird eine Wiedervereinigung stattfinden. Also selbst der liebe Gott will das so. Ne? Der liebe Gott will das so. Also ihr seid hier, also ich denke jetzt mal Zwillingsflammen oder Seelenpartner, also weiß ich nicht. Also da ist, guck mal, diese After Tarot. Also richtig in Armen seid ihr hier mit dem Kelchchen. Und da ist so viel Gefühl, so viel Frieden. Der bringt auch eine Münze mit und der reicht dir so sein Kelch. Also das finde ich wirklich unglaublich. Und also wirklich an dem 10-Millionen-fachen Tag um 22.22 Uhr beginne ich mit dem Ritual. Und was ich jetzt hier mache in diesem Monat noch, also in diesem Monat beginne ich ja diese Livestream auf meinen Zwillingsflamme Reka Kanal und das ist heute Premiere, das erste Mal um 21.21 Uhr, sei auch dabei, sein sinnliches Begehren, du abonnierst einfach den Kanal und schau mal, also es sagt, gib dich hin, lass los und alles wird gut werden, lass los, da kommt die Überfülle für euch, eine große Liebe steht vor der Tür. Lass ihn herein. Und da ist die Antwort ein Ja. Ich hoffe, du hast dich hier wiedergefunden, wenn das der Fall war. Also sei auch das nächste Mal dabei. Also wie gesagt, für das Ritual mit dir freue ich mich besonders. Bis bald.